Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Prison Architect. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, in der letzten Folge haben wir die ersten Gefangenen ihre Berufe gebracht, in ihre künftigen oder ihre gegenwärtigen, wie auch immer. Draußen ist immer noch kein Licht auf den Wegen hier. Da müssen wir mal so Lampen hinstellen oder so. Ja, und wir sind dabei, hier das Bildungsprogramm, das wir da Förderung für bekommen. Zwei Häftlinge sind in ihre Zellen oder in Einzelhaft gesperrt. Zwei Häftlinge fühlen sich unterdrückt, Beschwerde. 23 Häftlinge wurden grundlos untersucht. Und das ist eben der Grund, warum ich das nicht gerne mache mit der Durchsuchung, sondern lieber auf Scanner setze und dann, dass da hoffentlich alles erwischt wird. Naja, gut. Sei es drum. Wir kümmern uns um den Unterricht, damit die Jungs und Mädels auch was lernen. Hier soll also ein Sneaker-Unterrichtsraum hin. Da kommt jetzt ein Büro-Schreibtisch rein. Und diverse Tische, Unterrichtstische und so, Unterrichtstische und Schultische. So. Normaler Büroschreibtisch, da sitzt der Lehrer natürlich. Die Frage ist, ob der nicht wirklich ein bisschen groß ist, dieser Raum. Andererseits, wenn er zu groß ist, können wir den immer noch unterteilen und was anderes reinmachen. So sehe ich das zumindest. So. Ich weiß gar nicht. Wir machen das mal so. Und dann machen wir Schultisch. Okay. Ich komme mir so ein bisschen vor wie ein Academia School Simulator. Und weil ich gut drauf bin und weil man dann eh am besten lernen kann, machen wir hier noch wo waren denn die Fenster? Das waren Objekte, ne? Große Fenster rein. Weil denen soll es ja gut gehen. Und ich wollte mal gucken, ob wir noch andere Objekte haben, die dann hier eventuell in die Schule reinpassen. So, Nachraum. Zum Beispiel eine schöne Tafel. Dann üblich einen Wasserständer, Ständer, ein paar Bücherregale und natürlich die Maus und der Elefant. Fensterglas. So. Und damit das auch richtig schön nach Schule aussieht, haben wir ja die Hoffnung, dass aus denen was Besseres wird. Deswegen legen wir hier grün, die Farbe der Hoffnung, als Boden rein. Und lassen das mal zusammenbauen. So, wenn wir die Durchsuchung in der Nacht machen, dann schlafen die Gefangenen, die sauer sind, und beruhigen sich in aller Regel bis morgens, hoffentlich. Und ja, dann schauen wir mal, ob das hier auch der Fall ist. Und ich glaube, wir brauchen hier echt mehr Stühle und Bänke und so. Wir gucken mal. So. Gut, was sagt die neue Dusche? Die wollte ich auch gerne in Betrieb nehmen. Die sagt, geht. Entriegelt. So, kurz Pause. Damit wir das nicht verpeilen. So, wir wollen zu dieser Zeit... Was ist denn... So, zu dieser Zeit wollen wir auch hier zwei Wachen drin haben. Was war denn gelb? Gelb war Essenszeit. No. So. Das sieht gut aus. Dann sagen wir hier noch, das ist jetzt eine Dusche. Dusche. Du. 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 Dusche. Ja. Und dann sollte das eigentlich ordentlich vonstatten gehen. Also, genau. Und dann fehlt noch Schule. Tischlehrer und Grundausbildung. 15 interessiert. Machen wir zweimal am Tag Schule. Ja, geht doch schon.
haben wir genau die 8 Plätze belegt. Da muss natürlich der Lehrer zweimal kommen, haben wir ein bisschen Geld aus dem Fenster geworfen, aber ne, gerade zu Corona müssen die Leute ja auch auseinandersetzen. Alles gut. So, gleich werden die Jungs wach, sind immer noch sauer und gehen dann duschen. Aber die Wachen warten schon in die Dusche. Na, das klingt ein bisschen falsch, aber... Ja, ihr habt eine neue Dusche, ne? Ah, nicht mal... Ich glaube... Oh. Oh. Was macht denn der? Was ist denn seine Mission? Hier ist alles gut. Was ist mit dir? Ja, der geht doch duschen, Junge. Wo gehst du da nicht duschen? Hier geht irgendwie niemand duschen. Der randaliert da rum. Pass auf, komm mal her. Was ist mit dir? Verärgert? Warum bist denn du verärgert? Eskorte zur Krankenstation. Was ist denn hier los? 10 Häftlinge haben ernsthafte Beschwerden. Ernsthaft? Was ist denn los? Wir schauen mal. Ihr habt euch übrigens wirklich gewünscht, dass wir das alles auch ein bisschen ruhiger angehen. Machen wir mal. Hygiene. Ja, wir sind gerade in der Dusche. Was ist denn jetzt euer Problem? Dann duscht doch auch. Aber jetzt duschen sie. Und hier oben? Jetzt auch. Und Pipi machen tun sie auch. Da wollten wir sowieso noch mal eben kurz hier... So. Ja, und es kommen neue Gefangene. Und die benehmen sich nicht hier. Oh, jetzt wird geduscht. Sehr gut. Und der Verletzte kommt in die Krankenstation. Eigentlich will er lieber duschen, aber ja, er muss ja rumranalieren, selber schuld. Ja, wir haben viel verschenkten Raum, ne? Da habt ihr schon vollkommen recht. Da habt ihr vollkommen recht. So. Schule. Genau. Schule wäre dann ab 9. Da bin ich mal gespannt, ob das sofort um 9 Uhr anfängt oder so. Keine Ahnung. Und dann kommen hier die neuen Gefangenen. Und die fangen jetzt wieder an, sich zu beruhigen. So langsam, hoffe ich mal. Und hier sieht es immer noch aus wie Sau. Obwohl wir jetzt schon Gefängnisinsassen haben, die... Oh, wir haben echt zu viele Wachen, guck mal. 19 Mitarbeiter bei den ernsthaften Beschwerden. Ja, was ist denn jetzt? Eieiei, was ist denn los hier? Personalbedürfnisse. Blasedarm. Hä? Der geht doch hier auf das WC. Was sind das? Ah, ich glaube, ich weiß, was hier falsch ist. Wir haben das noch nicht zugewiesen. Und wenn wir es zugewiesen haben, dann nicht die WCs selber, siehst du? Jetzt, pass auf, wie die jetzt dahin flitzen. Pass auf. Ne? Ne? Guck mal, alle gleichzeitig. Und Hände nicht gewaschen. Alter. Ist ja nicht wahr hier. Gut. Das Löw. Wird gerade aktiv entleert. Ruhe, wir brauchen mehr Ruhe. Da müssen wir mal gucken, ne, wie viele Wachen... Die Wachen waren gerade schon wieder im Anschlag. Das heißt, wir sollten noch mal 4 Wachen einstellen. Alter, was ist denn? Warum schmuggelt ihr? Ihr werdet doch erwischt. So, hier machen jetzt auch die... Guck mal, hier der Venny, der arbeitet hier. Der macht jetzt auch sauber. Wir haben natürlich noch keine Gefängnisarbeit. Die haben also eh nichts Sinnvolles zu tun. Das wird der höchste Zeit, dass die anfangen, hier Paletten zu kloppen. Ist nur ein bisschen blöd, weil die Transportwege durch den Knast jetzt sehr lang sind. Und dafür würde ich gerne den Hubschrauber einsetzen, sodass wir quasi die Gefängnisarbeit ja, sag mal, die Sachen für die Gefängnisarbeit komplett einfliegen.
Das wäre doch eine coole Aktion. Ja. Dafür müssen wir eh einen weiteren Trakt bauen. Und deswegen bauen sie 20 Schultische. Was? Das Spiel sagt, wir sollen 20 Schultische bauen. Bauen wir 20 Schultische. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Passt. Das ist ja ein Ding. Mit 20. Okay. Haben wir das auch. So. Grundausbildung. Häftlinge und Mahlzeiten. Da scheinen wir immer noch ein Problem zu haben. Aber hier dürfen jetzt die Gefangenen sozusagen mitkochen. Und abwaschen. Ist die Frage. Inwieweit. Okay, die lernen noch. Das heißt, im Moment halten die Köche nur auf, ne? Ja. So, noch ist nichts gekocht hier. Und wir müssen das Gefängnis ja eh noch weiter ausbauen. Pass auf, wir holen nochmal einen weiteren Koch dazu. Und wir brauchen erstmal mehr Gärtner. Und noch zwei Hausmeister. Der hat einen Wecker geschmuggelt, spinnt der. Gärtner, da wir demnächst einen Forst bauen werden. Und ja, ich würde also gerne schon jetzt schon in den Bereich Gefängnisarbeit reingehen. Wir werden wahrscheinlich dieses Ding erfüllen. Ne? Das heißt, wir können ordentlich Geld ausgeben. Wie viel haben wir denn da? Programme. 11 interessiert. Grundlagenbildung. Behandlung von Drogensucht, Bewährungsanhörung, sehr gut. Sicherheit in der Werkstatt können wir noch nicht machen, weil wir haben noch nichts. Verhaltenstherapie, ist geistige Führung, da brauchen wir noch eine Kirche. Und 14 Leute sind in der Warteschlange. Also Kirche ist ein dringendes Bedürfnis von meinen Knackis. Und ja, was ich machen wollen würde, wäre, dass ich hier schon mal ein bisschen weiter maure. Und zwar wird sich das Gefängnis ja hier oben lang noch erweitern. Vielleicht mal so bis hier. Damit meine Bauarbeiter was zu tun haben und wir den Wald verkaufen können. Und wir etwas haben, was zwischen den Folgen passieren kann, auf jeden Fall. Ja, Dusche fehlt noch was. Bevor ihr das in die Kommentare schreibt, baue ich das lieber selber, damit es keine Schimpfe gibt. Und zwar die Duschköpfe auf der anderen Seite. Und dann haben wir hier auf jeden Fall eine Dusche für ganz viele Leute. Das ist schon mal gut. Die Duschen selber würde ich übrigens auch noch hübscher gestalten wollen mit einem schönen Boden. Aber der Cashflow geht natürlich jetzt erstmal runter. Die Duschen wurden jetzt auch mal gereinigt. Sehr gut. Ja, wenn jetzt die Bäume gefällt werden, ne, dann würde ich dann auch entsprechend das begrüßen, wenn wir dann auch die Sachen verkaufen können. So, hier wird gerade gespachtelt. Das Ding ist, wir haben wahrscheinlich nicht genug Essen gehabt. Das sehen wir dann heute Abend. Huch, ich weiß schon vor Begeisterung die Maus um. Da könnten wir vielleicht nochmal zwei neue Herde hier reinstellen. Und eine weitere Spüle. Serviertische passt ja nicht, aber auf jeden Serviertisch passt ja genug drauf. Also wir haben ja immer Stapel leere Tabletts. Und dann haben wir die Mahlzeiten. Drei Mahlzeiten. 3, 2, 23 Zutaten, Mahlzeiten. Kühlschränke brauchen vielleicht auch noch neue. Jetzt mal gucken. Und dann geht das ganze Ding hier nicht mehr auf. Ne? Dann müssen wir eventuell hier die Insel ein bisschen erweitern. Und ganz ehrlich, hässlich ist das schon. Ne? Also das weiß ich. Ja, ja, ja. So, 4 Gefangene bereit für Bewährung. Das. Wie viel Bewährung machen wir denn am Tag? 3.
müssen wir noch eine machen. Gut, Schule ist leer. Ja, dann würde ich sagen, ich werde mit den Jungs hier mal bauen und verkaufen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen hier in Prison Architect Island Bound. Ich freue mich auf eure Kommentare, Feedback, Daumen, Abos und so weiter. Danke für eure tolle Unterstützung. Mir macht Spaß, euch macht Spaß. Das ist die Hauptsache.